Das habe ich sogar verstanden, trotz meiner Schwerhörigkeit. Ja. Die Frage, ob es auch was für die Schwerhörigkeit gibt, wenn es für die Augen zur Regeneration was gibt, muss ich sagen, das ist nicht so einfach. Denn das Gehör hat deutlich weniger Sinneszellen als die Augen. Unsere Augen haben sehr, sehr viele Sinneszellen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen Sinneszellen jedes Auge hat. Ich glaube, jedes Ohr hat nur etwa 1000 Sinneszellen. Und wenn es da irreparable Schädigungen gibt, ist es nicht so einfach, in jedem Fall auch das Gehör wieder zu verbessern. Aber ich habe es schon erlebt, dass auch durch eine Sehkraftkur sich das Gehör bei Teilnehmern verbessert hat. Wenn es nicht an den Sinneszellen der Ohren oder des Innenohrs liegt, sondern vielleicht am Gehörnerven oder sonstigen Bereichen oder vielleicht Fehlverschaltungen im Bereich des Gehirns. Und das muss man einfach ausprobieren.